Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Der Passagier, der muss da runter. Der muss da runter. Das heißt, du gibst ihm bei beim Zielbahnhof in Tatatonka ein anderes Terminal. Also in dem Linienmanager. Nein, da gibt's ja nur das eine Terminal. Da gibt's nur das eine Terminal, weil es soll ja nur der eine daherkommen. Das soll ja der kommen. Der fährt halt durch bei dem Cargo-Geschichtel. Da bei der Cargo-Linie. Da fährt er durch beim Kohlebergwerk. Okay. Der Cargo-Zug steht aber nicht auf dem unteren Gleis im Weg, ne? Der steht auf dem oberen Gleis, ja? Ja, genau. Ich meine, was ich machen könnte, ich könnte einen Wegpunkt machen und könnte den einmalig halt reingeben. Du kannst, klick nochmal den Zug an, den Passagierzug. Ja. Klick nur auf dieses Return-Symbol, umdrehen. Ja. Kein Weg elektrisch? Nochmal. Kein Weg elektrisch macht ja gar keinen Sinn, oder? Warten auf freie Wege. Okay, mach mal, wer hat ja eine Weiche nach dem unteren Gleis, ne? Ja. Mach mal die Schiene links daneben weg. Die Schiene links daneben? Ja, die obere linke, genau die weg. Okay. Dann hat er ja quasi nur noch einen Weg. Fährt er los? Ja. Warte ab, bis er durch ist, dann kannst du die Weiche eigentlich komplett wegmachen und das obere Gleis wieder an die obere Schiene wegmachen, dran machen. Das ist ja mal kreativ, Hanno. Ja. Wow, dankeschön. Bitteschön. Nee, jetzt steht er wieder. Hä? Oh. Und jetzt fehlt er wieder. Okay, kurz das war gehalten. Autosave. Nee, stand, warte auf freie Wege. Unterhalb von der Stadt. Aber im Tunnel aber selbst fehlt nochmal irgendwelche Weichen oder sowas, ne? Nee. Okay, gut. Dann sollte das eigentlich. Jetzt laufen beide auf getrennten Gleisen, das sollte eigentlich laufen. Ich hoffe, ja. Ich denke schon. Das sieht zumindest gut aus. Ja, das schaut gut aus. Danke, Anu. Du bitte. Thank you. Okay, passt. Dann brauchen wir eine neue Linie, die das ganze Erzeugnis irgendwo raufbringt. Wo wollten wir hin? Hab ich schon wieder vergessen. Ich frage mich, was leichter ist. Können wir sogar verwenden, das ist sehr schön. Das Depot können wir verwenden, das ist sehr schön. Linie 5, Linie verwalten, von hier nach hier rauf. Dallas Abzweigung. Brauchen wir irgendwo ein Depot? Wahrscheinlich ja. Ein Schiffsdepot. Schiffstippe. Frische Schiffstippe. Soll da nicht eins sein? Das sind doch Schiffe von Dallas nach Stirling auch, oder? Vielleicht haben wir es auch gelöst. Aber ich weiß, dass wir es öfter mal suchen. Egal, Gott. Bei 100 Milliarden. 100 Milliarden? Nee, 5. So, Virgo Schubboot, das ist das neue, 30 km/h, ja geil. Das wäre jetzt schon wieder langsamer. 30 km/h, echt? Das vorherige war mit wie viel? 32. Nimmst du wesentlich mehr mit zumindest? Nicht so wirklich. 252 zu 326. Ja, 70 mehr. Hm. 70 mehr, aber die müssen halt auch erstmal da sein, ne? Mhm. Ich meine, wann ist beim Hafen schon mal 300 Einheiten rumliegen? Ich würde sagen, nimm das ältere Boot. Würde ich auch sagen. Machen wir zwei vom älteren.
Okay, klung. Klung, dung, dung. Und dann noch eine Linie. Achso. Da bräuchte ich vielleicht dann einen Hafen zuerst. Dies wäre die. Ein Güterhafen. Zwei Terminals. Eine schnelle Verbindung, das auch checkt. Ah ja, ich möchte das anschließen miteinander. Eieiei. Eieiei. Dann möchte ich von... Nein, falsch. Von hier darauf. Nicht wahr? Sehr schön. So, das sollte ich vielleicht nochmal ganz kurz abreißen und noch ein Terminal dran pappen. Da wollen wir nämlich 4 Terminals haben. Richtig riesigen. Was ganz Großes. Mehr Terminals. Das ist das Falsche. Du sollst von 4er wegfahren. Hast du auch gesehen, oder? Ich habe ganz kurz für eine Millisekunde eine Linie gesehen, aber ich konnte es jetzt nicht einordnen, von wo nach wo. Okay. 2er Terminal, du nimmst, keine Ahnung, das 2er da, ja. Passt. Linie 6. Hier ist da unten, sehr gut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Mr. Burns. Mhm. So, und da brauchen wir jetzt noch Schiffchen. Fahrzeug kaufen. Wieder die Merlin. 2 Stück. Bling. Auf Linie 6 da unten. Sehr gut, haben wir das auch. Sehr cool. Boah, Folgenende ist auch schon wieder. Eieiei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Oh, da gibt's ein Problem. Auf der Person-Cargo-Linie jetzt oder wo? Ach, da hatte ich noch nichts losgeschickt oder was? Okay. Ja gut, dann kann ich's löschen. Dann brauche ich's eh nicht. Wir haben nämlich, ich habe die offensichtlich zweimal angelegt, die Personenlinie. Warum ja, auch immer? Freudig optimistisch. Oh, uns fehlt das Holz, Arno. Vielleicht ist das der Grund, warum wir es bisher nicht gemacht haben. Ja, aber war nicht unten Holz? Nee. Da ist doch ein Holzsymbol. Da ist ein Sägewerk. Oh. Nee, warte mal, scroll mal nach rechts. Da war doch irgendwie Holz, oder? Da oben ist die Maschinenfabrik. Nee, noch weiter nach rechts. Hm, doch nicht. Ach du Scheiße. Hm. Das ist doof. Oh fuck. Drum hat es bis jetzt nicht installiert. Okay. Shit. Ja. Wollten wir vielleicht irgendwo Holz herholen? Haben wir nicht. Ja, ja, ja. Das Holz da, was du jetzt hast, ja, das wollten wir nach Warren bringen. Ja. Und dann irgendeins der Holzdinger, was unten abzwacken, auf der Insel ist, abzwacken für die andere Produktion. Das könnte sein, mit einem Flughafen oder so, oder? Ja. Auf der Entfernung würde ich fast bekommen, sagt wobei. Das ja, muss halt da runter. Boah. Ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr weit zurück. LKW, YOLO! Gib ihm! Pack einfach 1000 Stück drauf, dann sind sie wie so ein langer. Wie so eine lange Karawane, die einfach unendlich lange abliefert. Karawane zieht weiter.
Okay, ja, dann nehmen wir den Cleveland Wild wahrscheinlich. Das wird Santa Clarita auch schön freuen, wenn da wieder so ein Flugzeug drüber saust. Ach, Santa Clarita, Santa Schmarita. Genau. Santa Schmarita. Soll sich nicht so anstellen. Dafür, dass es die erste, dafür war es die erste Stadt, die vor 200 Jahren hier mal einen ÖPNV bekommen hat. Eben, ist doch auch was. Davon zehren sie noch heute. Also, frag praktisch, ist es nicht der Flughafen, in den wir da eh mal setzen wollten, wegen dem Stein? Stimmt. Also, wir haben bis. Zwei Schlieb mit einer Klappe. Haben wir dir das mit dem Stein noch? Weil den liefern wir ja mittlerweile. Ja, hatten wir nicht gesagt, der Steinbruch soll sich dann einfach mal reinhängen, dass er zwei Sachen beliefern kann? Warten wir? Das ist schon wieder so lange her, seht uns nach. Ja, irgendwie, was wir ganz jetzt gesagt haben. Irgendwas haben wir sicher gesagt. Liefern wir das Öl? Ja, oder? Das hast du, glaube ich, offscreen gemacht. Oder Öl, oft, ja. Ich. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, scheiß drauf. Ich setze den Flughafen da jetzt mal her. In die Mitte relativ. Und dann gucken wir mal, für was wir es noch verwenden. Da unten. Wohin wollte ich? Daher. Nach Columbus. Columbus! Die denken sich, oh geil, wir kriegen Flughafen. Für was denn? Für Passagiere? Wir können in Urlaub? Nein. Für was, Holz. Was ihr nicht braucht. Juhu! Das ist aber nett. So. Das wird zu weit weg sein, wahrscheinlich. Oder? Für Kohle jetzt oder für Holz unten? Für Holz unten. Ach, warte, ich könnte es bearbeiten. Ich kann das Hauptgebäude da runterpacken. Dann müsste es ausgehen. Manch einer würde ja jetzt sagen, das ist Cheaten, aber. Ivo. Wir nutzen ja nur lediglich offiziell verfügbare. Ja, nee, als Cheaten würde ich es nicht empfinden. Des Hauptspiels. Weg. Ja, ist nur wieder Straße weg. Weg die Scheiße. Gut, du bist verbunden damit. Das ist sehr schön. Wie sieht's da oben aus? Du noch nicht. Okay, passt. Dann kriegst du noch eine Straße. Ich will mal nicht so sein. Willst du das noch alles in dieser Folge machen oder willst du davon auch noch einen Teil für die nächste? Ich frage nur, weil wir sind, glaube ich, ziemlich am Folgenende. Ja. Ich stimmt. Oder ich mache zwei Folgen draus. Machen wir so. Ah, zwei Folgen draus. Das ist natürlich auch noch eine Option. Was wollte ich? Ich wollte von hier. Von dem Flughafen Cleveland. Oh Gott. Alter, wie viele Linien da oben schon sind, ey. Stimmt. Nach Columbus. Von Kli nach Klo. Kli nach Klo. Genau, Kli nach Klo. So, was haben wir denn da für Cargo-Flugzeuge? Bombardier, neuer Bombardier. Ich glaube, bisher haben wir diese Boeing. Echt? Weiß nicht, ob du was erkennen kannst. Ja, weil die hat hohe Ladegeschwindigkeit von 6. Mhm. Schub ist da absolut für den Arsch. Höchstgeschwindigkeit auch, also wieder so ein kleiner Furz. Ist ja wieder so ein. Sag mal, ist nicht das richtig, dass das ein Propeller ist? Ja. Ich glaube. Oh Gott. Zurück zum Ursprung.
Wer liefert Holzstämme über die halbe Welt geflogen, nicht in Propellermaschinen? Wer kennt's nicht? Das war ja auch nur, also. Ja, kommen dann immer wieder die Boeing. Was ist denn mit dem die Boeing 737? Wie sind die drauf? Die hat halt auch wenig Schub im Vergleich und wenig Ladegeschwindigkeit. Boah, Alter. Da ist der Schub immer noch besser, die Ladegeschwindigkeit auch. Höchstgeschwindigkeit ist halt besser warm. Ja. Es ist doch ein verdammtes europäisches Spiel. Verdammte Wieso fehlt Europäer. da fehlt die komplette Airbus-Flotte? Was ist denn da los? Ich weiß keiner. Lass mich raten, ein Jahr später kommt dann irgendwie was Neues. Das wäre ja toll. Ich irgendwie feier. Flugzeug-DLC, nur 12 Euro. Oh Gott. Hast du mitbekommen, dass es jetzt von Anno 1800 ein neues DLC gibt? Nee. Neuen Season Pass. Okay. Mit einer nochmal weiteren Region, man kommt jetzt bis nach Afrika. Also Europa, Afrika, Nordpol und Tropen. Okay. So Südamerika, Tropen. Wirst du es wieder anspielen? Ich werde es wahrscheinlich demnächst mal wieder anspringen. Ja, mal richtig durch. Ich hab, von den ersten DLCs habe ich noch nichts im Let's Play drin gehabt, weil die so spät kamen. Mhm. Und ich habe selbst noch nicht in diese anderen Karten geschafft. Es gibt ja diese Karte mit den Wissenschaftlern, mit dieser riesigen Landkarte, mit den Zeppelin-Dingern und wie gesagt, Arktis war ich auch noch nie. Das ist. Wie viele Let's Plays hast du jetzt gemacht davon? Kampagne und Multiplayer mit Schwaben. Und damals angefangen, aber das Savegame ist, glaube ich, sehr inkompatibel. Also ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gefixt haben, aber damals war das Savegame inkompatibel. Habe ich angefangen mit dem ersten kostenlosen, also für mich war es kostenlos, ich weiß nicht, ob für alle oder ob das auch ein Season Pass 1 Ding war, der Anarchist. Damit hatte ich mal angefangen, aber dann, wie gesagt, kam irgendwann diese Savegame-Probleme, da wo sie so richtig ihre Patch-Probleme hatten beim Game. Und da habe ich dann auch aufgehört. Also so richtig würde ich sagen, 2 Let's Plays. Wobei die Kampagne jetzt echt nicht so lang war. Also so richtig, ja, aber so mehrere angefangen? Waren schon ein paar mehr, ne? Das mit Schwaben-Multiplayer und... Schwaben-Multiplayer-Kampagne. Wir hatten dann ja nochmal diese Pre-Open-Beta, so ja, wie die da hießen. Ja, stimmt. Das war im Februar. Und ja, gut, die richtig als Let's Play zählen würde ich auch nicht, diese Freitagabend-Multiplayer-Dinger. Das war ja stimmt. Dem geschuldet, dass du zu der Zeit irgendwie noch nicht konntest, weil du, glaube ich, im Krankenhaus warst, wegen deinem Auge oder so. Ja. Und wir hatten ja eigentlich für Freitags da die Happy Fridays. Diese Woche bei Happy Friday den Big Mac. Sind schon wieder Happy Friday Wochen bei. Gottes Willen, so werbungsgeschädigt. Ja. Haben die also bei klar, euch? Ich hab's letztes Jahr mit verschiedensten Projekten angefangen, aber mit der Kampagne richtig beendet. Beim Multiplayer sind wir sehr weit gekommen. Auch da waren die Savegame-Probleme am Ende, aber wir waren da wirklich schon sehr weit für den damaligen Content. Also das war ja auch noch als Vor-DLC-Phase. Ja. Alter, Stadt. Geh mal nicht am Arsch. Und wäre der Schwabe wieder dabei? Oder nichts ausgemacht? Nö, ich würde das jetzt mal alleine machen, weil der Schwabe ist so einer. So einer. Der drängt. Der ist so. Ich spiel's. Stimmt, das war witzig. Ich spiel teilweise für mich in meinem eigenen Tempo. Und wenn dann da jemand im Hintergrund ist, du musst dann noch eine Straße bauen, du musst die Fahnen dann noch bauen, wir müssen dieses Schiff dann noch hochbringen. Auf dem Schiff musst du noch davor die Ware landen. Und die Straße sind noch die Fahnen. Stimmt, das war ja, kann ich mich erinnern. Es ist ich auch super netter Kollege und ich würde auch ganz gerne ein weiteres Anno Let's Play mit ihm machen, zu Anno 1503, weil da ist er viel mehr im Game als ich. Der
der drückt echt aufs Tempo. Alter Falter. wenn du den als Partner hast, ist jedes andere Let's Play, was du gemacht hast, ist so kommentarmäßig. Chili. Jetzt zieht das Let's Play voll in die Länge. Ja, da ist er, glaube ich, echt hardcore drauf. So. Cool, cool, cool. Ich weiß nicht mal, wo wir jetzt, welche Stadt wir das sind. Ich gucke einfach nur zu, wo da burgwürfelartige Straßen da so überall hochziehen. Die Stadt geht mir jetzt schon am Arsch. Dieses Rancho Cucamonga. Ach, das Ding, okay. Baut die ganze Zeit witzige, dumme Straßen. So. Ist dann mal den, Ruhe. Den foppen wir jetzt mal. Hatten wir jetzt hier eigentlich schon ÖPNV? Nein, das... Okay. Wollte ich gerade. Nach was werde denn? Bus, oder? Busse, fahren Bus. Dann Busse und wie weit? Das hier vielleicht? Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst, aber ja, zum Quader. Ich folge dem ausgezuckelt, ja, ja. Passt. Wäre ich dafür. Wäre dafür. Na, dann machen wir das doch. Da sind wir dabei. Und das ist das prima. Ivano Holika. Genau. Ja, gut, gut, gut. Machen wir das bis daher. Dann hier eine. Na ja, komm, machen wir es zukunftstauglich. Machen wir ein paar mehr. Wo sehe ich das richtig? Wir könnten hier Lebensmittel abliefern. Ne, es ist Waren, oder Lebensmittel? Ne, Waren. Ach, schade. Haben wir irgendwo schon mal Waren produziert? Ich kenne den Kreislauf hier noch gar nicht. Dafür sogar. Ich glaube. Waren ist so ziemlich das Schlechteste. Okay. Aber können wir gleich noch gucken. 10 Sachen für anschließen. Ja, ich glaube. Sehr, sehr schön. Buß, Buß, Buß. Dann brauchen wir da noch einen Deppel. Ich versuche ein bisschen mehr zu reden, so damit du auch weißt, was so abgeht. Okay. Weil das Sehen ja gerade schwer ist. Oder? Geht's gerade wieder besser bei dir? Es ist okay. Ich kann zumindest Rancho Cucamonga da lesen. Das ist jetzt zu klein. Also die Autonamen sind zu klein. Okay. Das ist echt nur so ein... Das könnte auch altägyptisch sein. Ja, das ist wieder dieses Ägyptenspiel. Aber das Rancho Cucamonga, Alter, können wir das umbetiteln, das Ding, einfach nur Rancho oder so. Ich finde, es klingt so witzig, Rancho Cucamonga. Habe ich mir aber nicht selber ausgedacht, das war schon die Stadt. Ja, dachte ich mir schon, also. So, und dafür mal auch noch irgendwo. Das klingt so ähnlich wie dieses Gewürz. Wie sind das noch? Kukumba, glaube ich, oder Kukumba? Ja, so, ne? Ja. Gibt's auch. Da habe ich jetzt mal 4 Busse losgeschickt auf die Strecke, weil ich meine, da ist echt noch nicht viel los. Ja. Die Stadt ist echt scheiße. Aber gut entwickelt. 135. Die war bei 75 oder so am Anfang. Und wir haben ordentlich was weggerissen. Ja, okay, cool. Nice. Ja gut, na dann können wir da immer die Folge beenden. Dann haben wir das auch noch gemacht. Das Rancho Cucamonga. Gesundheit. Das angeschlossen mit Ann Arbor und von Ann Arbor weg haben wir die ganzen Bergwerke und so weiter. Ann Arbor kann ich jetzt auch lesen. Und Columbus. Also es ist tatsächlich. Es ist besser geworden. Es ist besser geworden. Ich glaube, ein Teil Deutschlands ist schlafen gegangen. Das Kartoffelnetz kommt wieder mit. Da haben wir eine Verbindung. Ja, passt. Da sind auch 21 Stahl unterwegs. Positiv, positiv. Ich glaube, das wird eher so der Engpass werden. Holz? Ja.
Ja, 5 von 126. Läuft. Oh. Ja, vielleicht einfach mehr Fliege? Nee, die Sache ist eher, dass die ja von da oben erstmal da runterkommen müssen. Und dieses, der Cleveland White hält sich gerade zwei Abnehmer. Vielleicht sollte man das reduzieren. Da hat man gesagt, dass man das weggelassen von oben, oder? Dass Genau, der. wir lassen den Cleveland-Wald nach oben nicht mehr. Dafür haben wir doch irgendwie einen anderen Wald oberhalb von Warren, den wir anschließen wollten, ne? Okay, dann. Wir haben aber dann nur einen Wald. Das passt aber, oder? Also ein Wald für dieses Sägewerk hier. Hey, da sind doch drei Stück auf der Strecke, oder nicht? Die da Eins direkt unten. am Hafen. Hier sind. Das sind diese drei. Die sind aber wieder Nee, nee, für nee, da nee, nee, unten. nee, nee, die Wälder, die zum Hafen gehen. Du hast einmal den Wald direkt am Flughafen. Ja. Dann hast du den Wald am Seehafen. Stimmt, ja, das stimmt, da gibt's auch noch einen. Okay, ihr passt Und dann dann. hast du noch den Wald oberhalb von Warren. Ja, dann haben sie zwei. Das ist sie perfekt. Ja. Gut, das heißt, ich kann die Linie abdrehen. Die Holz Cleveland, die von dem Wald darauf geht. Genau. Weil ich eine habe, die den Wald darauf bringt mit dem Schiff. Okay, cool. Jo. Dann verkaufen. Solltest du aber definitiv auch die Linie wegmachen. Genau. Ja. Judis Mochiano. Cleveland. Passt. Okay, und dann haben wir da die 81. Sehr schön, wenn auch schon umgelagert. Und die sind dann darunter unterwegs. Ja, dann sollte das einigermaßen passen. Gebiete das Pastor. Das passt. Okay, na, dann machen wir mal deinen Cut. Dann haben wir das auch noch eingestellt. Jo. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und danke für den Anno, dass er dabei war. Gerne, gerne. Trotz dieser grisseligen Übertragung meisterlich gelöst. Hui. Schöne Lage. Hui. Alter. Den zwei macht das überhaupt nichts aus. Die sehen es alles gelassen. Teufelskerle. Denken Sie, ich habe hier noch nicht mal ein Lenkrad, was weiß ich, wie das Ding hier fliegt. Wer lenkt diese Karre überhaupt? Es sieht extrem schmal aus, als ob die Turbinen so ultra nah am Flugzeug sind. Stimmt, ja. Der Blickwinkel wirkt sehr strange. Auch wie er gerade runtersaust, so richtig extrem. Das muss ein lustiger Druckausgleich sein. Haben die gar keine Fenster? Oder ist das ein Ist ein Cargo-Flieger? Cargo. Ah, okay. Die kriegen sowas nicht. Wir landen gleich im Maisfeld. Ah, So, sehr wir schön, helfen da den fliegen wir Bauern an. mal. Jetzt den Dünger ablassen. Ha, episch. Na gut, dann in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Explodiert. Tschüss, bis zum nächsten Ciao. Mal. Schaut geil aus. An der Flosse. Wie so eine GoPro. Wie so eine GoPro wieder, ja.